Silvia Ebner hat sich mit Omar Kia Alanam in der Stadtbücherei zum Interview getroffen. Der Autor von Danke, wie Österreich meine Heimat wurde, erzählt uns, warum ihn jeder Politiker kennt und was Heimat für ihn bedeutet. Omar, grüß dich. Grüß dich. Ja, das haben wir geübt. Gell? Okay, noch einmal herzlich willkommen in Osttirol. Also ich freue mich total, dass du da bist und danke, dass du damals bei der Barbara Stöckl Sendung die Einladung so schnell angenommen hast. Es freuen sich, glaube ich, ganz viele Osttiroler auf die, die die Sendung gesehen haben. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wie würdest du dich vorstellen? Das ist eine sehr, sehr lustige Frage. Erst danke sehr für die Einladung und danke, dass du das alles irgendwie organisiert hast. Und danke auch für die spontane Anfrage damals in der Sendung bei Barbara Stöckl, welche ich sehr gerne genommen habe. Und worüber ich mich sehr freue, dass das auch zustande gekommen ist. Wie ich mich vorstellen könnte, zum Beispiel, wenn ich auf der Poetry Slam Bühne bin, dann passiert manchmal so, dass man ein paar Sätze über ihn schreibt oder ein paar Worte, Stichworte, wie man vorgestellt wurde. Und ich habe einmal so geschrieben, er ist ein Verbrecher, Mörder, gefährlicher Typ, der von ganz weit weg gekommen ist. Und dann ist Stille im Raum. Dann lassen wir es einmal bei dem Verbrecher, ja? Mörder, Typ, der von ganz weit gekommen ist. Dann machen wir vielleicht mit den Stichworten weiter. Darf jeder einfach Worte zuschmeißen und du erzählst was dazu. Okay, erstes Wort, Syrien. Syrien, wo ich geboren bin. Und wo ich das erste Mal mich verliebt habe, wo ich das erste Mal meine Heimat entdeckt habe, indem ich Flucht? Flucht. Schwierig, schwierige Zeit, aber dadurch habe ich mich sehr viel entwickeln können. Also es war nicht nur schwierig, was zynisch klingt, es war auch schön. Okay. Österreich? Die Heimat, wo man erst hinkommen musste. Oder, wenn ich das so anders formulieren könnte, ein Nemser. Okay. Was heißt das? Es ist kein Geheimgut. Es ist kein Geheimgut? Sondern die Österreicher in meiner Sprache heißt ein Nemser. Okay. Genau. Und ich habe immer Österreich als ein Nemser gekannt. Und deshalb war ich auch im Nachhinein sehr verwirrt, als ich hier in Österreich gekommen bin und immer wieder gehört habe, Austria, Österreich, und da dachten wir, dass wir in Australien sind oder gelandet sind. Wirklich? Schon, es war wirklich so, es war an der Grenze zur Grenze im Burgenland und es waren gleich zwei Polizisten da und sie haben die ganze Zeit gerufen, Austria, Österreich. Und zwei, mit denen ich unterwegs war, der eine hat zu dem anderen gesagt und so wirklich, Scheiße, sind wir in Australien? Okay. Und da dachte ich, es stimmt was nicht, wir sind nur 6 Stunden mit dem Auto gefahren, jetzt sind wir auf einmal in Australien. Und dann später habe ich gelernt, dass unsere Annemser Österreich ist. Okay. Heimat? Kann viel sein. Heimat, ich sag, Heimat ist eine Möglichkeit, die du erhältst, eine Möglichkeit, die du gibst, eine Möglichkeit, die du verweigerst, eine Möglichkeit, die man dir verweigert. Heimat kann viel sein. Vor allem habe ich das gelernt, nachdem ich Syrien verlassen habe, dass Heimat viel sein könnte. Aber ich sage auch immer, jedes Lächeln von Unbekannten ist mir eine Heimat, weil das hat mir immer dieses Gefühl gegeben, dass ich dazugehöre. Und Heimat
ist für mich auch die Bühne. Egal, wo ich auf der Bühne bin, da bin ich in meiner Heimat. Und das Publikum ist für mich eine Heimat. Und ich sage immer, die Empathie in den Herzen ist die Heimat meiner Worte. Okay. Worte? Eine Heimat. Okay. Schreiben dann. Schreiben. Schreiben. Schreiben ist mir schon eine Heimat geworden. Mhm. Aber was auf keinen Fall selbstverständlich ist, weil dort, wo ich aufgewachsen bin, durfte ich nicht frei schreiben. Und deshalb sage ich immer, ich habe eher immer geschrieben, aber ich habe erst die Stimme hier in Österreich bekommen, weil da habe ich erst die Möglichkeit gehabt, wirklich auf einer Bühne ohne Kontrolle zu stehen und das zu sagen oder das zu lesen, was ich geschrieben habe, ohne dass jemand meinen Text überprüft. Und du stehst jetzt auf so vielen Bühnen, so schnell, also innerhalb von diesen wenigen Jahren, in denen du Deutsch gelernt hast, zum Schreiben begonnen hast, bist du jetzt kein syrischer Flüchtling eigentlich mehr, sondern der syrische Autor, der in Österreich lebt und bald sein zweites Buch auf der Leipziger Buchmesse vorstellt. Also ein unglaublicher Erfolg. Was ist der Grund für diesen Erfolg? Ich muss nur erst dazu was sagen, wie du das lieb formuliert hast, von dem Flüchtling zu dem syrischen Autor, weil es hat eine Sendung im Ö1 gegeben, die hat geheißen, wie aus dem berühmten Flüchtling Omar Kiel Al-Anam ein berühmter Steirer wurde. Oder ein so. Berühmter die hat Steirer. Einen Preis auch bekommen 2018. Ich glaube, irgendwann habe ich begriffen, dass ich viel erst mit meiner Angst arbeiten muss, weil ich kam damals nach Österreich Ende 2014 und ich war total der Fremde. Aber die Einheimischen, und das ist das Zynische, waren für mich die Fremden, weil das war das, was ich nicht gekannt habe. Und irgendwann habe ich so gedacht, ich will die Sprache lernen und das war der erste Schritt, weil ich dachte, ich habe eine Geschichte und ich will diese Geschichte weitererzählen. Und um diese Geschichte weiterzuerzählen, brauche ich die Sprache. Und da habe ich damals so angefangen, Deutsch zu lernen durch einen YouTube-Kanal, weil ich dachte, die Sprache ist der Schlüssel zu den Herzen. Und genauso, ich wollte diese Herzen erreichen. Und das war durch diese Sprache. Also, und dein Lächeln. Ich glaube, die Sprache und das Lächeln. Ja, auch, glaube ich. Und auch, indem ich mich wirklich so offen lasse. Also, und indem ich so bin, wie ich bin. Und indem ich so authentisch bin eigentlich auch. Also auch auf der Bühne. Oder eben in Interviews oder so. Da bereite ich mich nicht vor, sondern das, was mir auffällt oder was in meinem Kopf gerade auftaucht, dann das kommt. Das kommt dann und das, glaube ich, kommt gut bei den Leuten an. Und das kommt auch beim Schreiben so spontan? Also du schreibst aus dem Herzen heraus, ohne zu konzipieren, oder setzest du dich hin und überlegst da, was du als nächstes schreiben könntest? Oder fließen die Texte? Sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Manchmal so, dass ich irgendwas erlebe, also dass wirklich ein Text durch eine zum Beispiel eine Ausstreckung von einem Mensch wird einen Text geboren oder durch eine Mimik. Manchmal, dass ich irgendwas erlebe, zum Beispiel, was häufig passiert, dass ich zum Beispiel, weil ich mich auch dafür interessiere, für irgendwie Politik oder, beziehungsweise die politische Situation in Österreich, die Wahl etc., was auch davor war. Und das ist so oft passiert, dass ich zum Beispiel eben ein Interview von einem Politiker oder mehrere gehört habe und dann habe reflektiert und da sind Texte oder so Ideen oder Sätze in meinem Kopf auch getaucht, dass ich zum Beispiel auf einmal, nachdem ich ins Bett gegangen bin, aufstehen musste und
okay. zum Schreibtisch und das habe ich nicht so geschrieben. Mhm. Aber als ich zum Beispiel an dem Buch Danke, wie Österreich meine Heimat wurde, gearbeitet habe, war schon, ich habe mir schon viel überlegt, mhm. wie ich das erzählen soll, weil ich auch gelernt habe, würde ich sagen, es ist nicht nur wichtig, das, was ich sage, sondern wie ich es sage. Mhm. Und da wollte ich zum Beispiel auf keinen Fall in diesem schwarzen Loch rutschen, dass ich jammere mhm. oder dass ich auf diese Perspektive so schreibe, wir und ihr. Mhm. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Nein, ich will das so beschreiben, wie ich das erlebt habe und so erzählen, wie ich das mhm. erlebt habe. Und manchmal jetzt, heutzutage passiert so, dass ich zum Beispiel eine Anfrage von irgendeiner Zeitschrift bekomme, dass sie zum Beispiel einen Text über irgendein Thema okay. haben wollen. Und sie mhm. fragen mich, ob ich einen Text oder ob ich bereit wäre, einen Text darüber zu schreiben. Und dann setze ich mich hin und schreibe. Und das früher dachte ich, das konnte nicht funktionieren, aber doch, das funktioniert. Es funktioniert alles bei dir. Und am Anfang hat vor allem dieser Poetry Slam funktioniert. Also das war ja wirklich ein fantastisches Erlebnis, oder? Dieser Poetry Slam an der Grazer Schon. Universität. Also, das war damals sehr aufregend, muss ich sagen. Mhm. Weil damals dachte ich wirklich so, ich war sehr verzweifelt, weil ich habe sowas noch nie erlebt, ja? Dass ich einfach auf eine Bühne komme und dass ich einen Text vorlese. Mhm. Weil ich da immer die ganze Zeit gedacht habe, darf ich das lesen oder nicht? Werde ich danach verhaftet? Mhm. Und es war wirklich so, also ich habe versucht, diese Gedanken damals oder das, was ich erlebt habe, zwischen mir und mir sozusagen mhm. auf der Bühne, habe ich versucht, das zu beschreiben im ersten Kapitel. Und der Kapitel trägt den Titel 7, mhm. weil ich damals auf dieser Bühne die Nummer 7 war, mhm. weil wir waren 9 Personen, ich war die 7. Aber ich beschreibe das so, dass ich die bunte 7 war, weil ich auch einmal in Syrien die 7 war, aber eher die dunkle, schwarze 7. Okay. Dürfte die bitten, einen Teil von diesem Poetry Slam Text vorzutragen? Mhm. Wäre das jetzt okay? Ja, ein kurzes Teil zum Beispiel von mhm. aus dem ersten Text, den ich Anfang. Damals genau. gelesen habe. Ich hoffe, ich kann mich daran erinnern oder das noch in meinem Kopf ist. Kennst du mich nicht? Ich bin sehr berühmt. Liest du Zeitungen? Alle paar Tage komme ich in die Zeitung. Ein Flüchtling hat etwas gestohlen. Ein Flüchtling ist in ein Geschäft eingebrochen. Ein Flüchtling, ich bin der, den jeder Politiker kennt. Jeder Politiker kennt meinen Namen. Hast du noch nie einen Politiker sprechen hören? Ich bin in seiner Rede die Einleitung, der Hauptteil und der Schluss. Das ist ein ganz kurzes Teil. Oh, das geht wirklich neu und man spürt, dass das so genau dein Text, deine Geschichte, deine Worte sind. Fühlst du dich noch als Flüchtling? Oder? Sehr interessante Frage. Nein. weil am Anfang hatte ich Problem mit diesem Wort, mit diesem Begriff. Ich wollte nicht der Flüchtling sein. Mhm. Also ich habe das immer abgelehnt. Ich wollte nicht der Flüchtling sein. Und irgendwann hab ich begriffen, wenn ich von den anderen, von den Einheimischen erwarte, dass sie kein Problem mit diesem Begriff haben mhm. und ich selber ein Problem habe, okay. da musste ich mit mir selber viel arbeiten erst. Mhm. Und heutzutage, eben, ich stehe auf der Bühne und sage, ich bin der Flüchtling. Mhm. Ich habe kein Problem mit dem Begriff, weil der Begriff beschreibt, dass ich geflüchtet bin. Mhm. Also, okay.
ich bin geflüchtet, das heißt, ich bin Flüchtling. Aber für mich, ich sehe das nicht mehr so negativ. Mhm. Also, und das ist nur ein Teil deiner Persönlichkeit, oder? Eben. Inzwischen bist du auch Vater geworden vom kleinen Nael. Und Nael bedeutet der Sohn des Löwen. König. Der König? Der Sohn des Königs? Der Sohn von dem Löwenkönig. Ah, von dem Löwenkönig. Genau. Okay. Was ja optisch passt. Passt es auch sonst? Siehst du dich als Löwe? Löwe. Was ist ein Löwe? Ein starkes Tier. Ja, ich bin stark, indem ich auch kein Problem habe mit meiner Schwäche. Mhm. Also, ich bin stark, indem ich auch so sage, dass ich einmal so verliebt war, dass ich geweint habe zum Beispiel. Mhm. Und das war nur Fantasie, dass ich damals gar keine Frau hatte. Mhm. Und damit habe ich auch also kein Problem, das zu zeigen als ein Mann. So diese Bilder da, so stark sein und seinen auch Schmerzen verstecken und immer nach außen so diese Stärke zeigen, also echter Mann. Für mich stark zu sein bedeutet, dass ich so sein soll, wie ich bin. Und dass ich nicht das spiele, dass ich immer nach draußen zeige, dass ich so stark bin und dass ich so ein echter Mann bin. Okay. Also ja, stark, aber wie ich das verstehe, stark zu sein. Wunderschön. Und die Zukunft jetzt, wie stellst du dir sie vor für dich, für Nael, für deine Partnerin Alena? Morgen ist schöner, bukra ahla. Den Satz habe ich einmal in Damaskus gehört. Okay. Damals, als ich das gehört habe, konnte ich nicht verstehen, was der Mann damals gemeint hat. Weil ein Mann hat das gesagt, nachdem er seinen Sohn gerade verloren hat, durch einen Anschlag. Und er sagte beim Begräbnis seines Kindes, bukra ahla, morgen ist schöner. Und damals war für mich, du spinnst, wie kannst du sowas sagen? Und das ist immer, es hat mich begleitet irgendwie, dieser Satz, morgen ist schöner, bukra ahla. Und daran glaube ich. Also ich glaube am Morgen, in dem morgen schöner ist, dass er ist. Und das hat mir immer geholfen, eben alles Schwierige zu überwinden, was ich eben auf der Flucht gelebt habe, in Kriegssituation. Und ich sage, morgen ist schöner. Ich habe Pläne für Zukunft. Zum Beispiel nächstes Jahr eben kommt das zweite Buch. Und gleich auf der Leipziger Buchmesse, ich kann mich erinnern, wir sind im Sommer spazieren gegangen und du hast dann einfach ganz lapidar nebenbei gesagt, ich habe jetzt gerade die Nachricht bekommen, dass mein zweites Buch auf der Leipziger Buchmesse ist. Das ist ja wirklich so ein Riesenerfolg. Freust du dich auf das zweite Buch? Das wird jetzt anders, gell? Sehr, ja, genau. Mhm. Ich verrate das auch das erste Mal. Das erste Mal? Nein, es kommt noch ein zweites. Und das ist eher aber lustig. Also es kommen zwei neue Bücher. Genau. Jetzt setze ich mich unter Druck. Premiere in Lien, das ist immer gut. Oh yeah. Aber eins ist, aber ja, eines das ist das Zubuchmesse und das zweite, ich arbeite noch dran. Okay. Ja, fleißig. Nicht jetzt immer. Kommt gleich die zweite spontane Einladung, das musst du dann in Liens wieder vorstellen. Ja, vielleicht mache ich Kabarett dann. Wirklich? So. Das ist fantastisch, das braucht Liens. Okay. Aber da verrate ich jetzt noch nicht mehr darüber. Also es wird lustig, das es ist zweite Buch. Genau, also ich soll jetzt nicht verraten, wie das heißt, weil es ist noch nicht ganz fest, auch der Name. Also. Genau. Okay, ja, ich glaube, wir sind ohnehin schon am Ende unserer Zeit, glaube ich. Dann sagen wir das zweite Wort, was wir heute gelernt haben, Pfirti. Pfirti, ja, das sage ich auch so, weil Christi und Pfirti, ich habe dir erzählt, man sagt bei uns in der Steiermark auch Christi und Pfirti, bei uns.
Nein, eben. Bei dir daheim. In der Steiermark. Okay, Oma, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich total auf Mittwochabend. Ich glaube, da freuen sich jetzt noch viel mehr Menschen drauf. Da werde ich dann im Gymnasium, also im Festsaal des Gymnasiums sprechen. Und die Schüler, die dann auch am Vormittag sehen werden, die freuen sich auch sehr drauf. Ich freue mich sehr darauf, wirklich. Also, weil das ist das erste Mal, dass ich in Tirol überhaupt lese. Also ich sage immer, ich war in allen Bundesländern außer Burgenland und Tirol. Wirklich? Ja. Und das ist durch ja dich auch irgendwie, dass du das alles organisiert hast, lese ich jetzt das erste Mal in Tirol, eben in Lienz. Und worauf ich mich sehr freue. Also ehrlich? Also das ist sicher jetzt nicht das letzte Mal. Jetzt können die Nordtiroler dazu schauen, dass sie die Ball buchen. Okay, Oma, danke. Danke fürs Gespräch. Danke dir. Aus?